Hallo und herzlich willkommen zum K4 Sales Simulator. Mein Name ist Knork und ich freue mich, dass du dabei bist. Heute findet endlich mein Lieblingsevent statt und zwar der Automarkt. Da können wir nämlich heute richtig shoppen gehen. Für 527.000 Pfund können wir jetzt einkaufen und ich hoffe einfach mal, dass da die ein oder andere interessante, ich bin falsch geflogen, Karosserie dabei ist. Automarkt. Ich war aus Versehen in der Nachbarschaft. So, wir gucken jetzt einmal nach, was hier so am Start ist. Wir haben hier, oh, der ist sehr schick, Ferrari. Also, wenn wir den kriegen. Wir können Ferrari kaufen, Freunde. Wir können einfach mal eben Ferrari kaufen. Warte, ich guck mal kurz, ob das teuerste ist. Wir können natürlich hier 68.000, können wir auch noch kaufen. 68.000, wir können noch ein bisschen weiter gucken, aber ich glaube, der Ferrari ist natürlich der teuerste. Und 34.000, Billocar. Und wir haben hier für, ach ja, 22.000. Wir kaufen selbstverständlich den Ferrari. Hallöchen, ich würde gerne den Ferrari kaufen. Ja, ist ein bisschen, muss noch gestrichen werden und ist ein bisschen beschädigt. Aber ich wäre schon interessiert für 200.000. Angebot. Nehmen sie bestimmt an, ne? Oh, Mann, ich muss einfach reingehen. Kamera. Wie kann ich nochmal Kamera wechseln? Ich will einfach nur Kamera wechseln. Oha. Oha. Interieur sieht aber nicht so toll aus. Junge, da guckst du dich aber blöd. Das ist, wie aus damaliger Zeit gab es immer so Bücher, die hatten auch so ganz viele Muster und da musstest du sie ganz nah an der Nase halten, dass du schon geschielt hast und da hast du dann so 3D-Effekte gesehen. Ich glaube, so was ist das hier. Lenkrad ist geil, Rest nicht so. Okay, wir steigen aus. Wir schicken das mal direkt hier zur Werkstatt. Dann kaufen wir den hier noch. Hallöchen. Ja, muss halt noch ein bisschen bearbeitet werden. Ich gebe Ihnen 55. Ich riskiere das jetzt einfach mal. Ich wollte eigentlich 60 sagen, aber nur eine Minute. Was ist alles möglich? So, was kaufen wir noch? Ein bisschen verbeult. Gucken, wie teuer der ist. Das ist ein Audi Q7. 9.000. Ah. 9.000. Niemals. Also Preisvorstellungen sind hier ein bisschen komisch. 37.000. Und der war... Hier, der war, glaube ich, noch teurer. Ja, komm, dann kaufen wir den hier noch. Oder? Den Van. So einen Van hatten wir noch nicht. Hallo. 37.000. Ich gebe Ihnen... 25. Damit ist der Dude bezahlt, wa? Okay, sie ist wütend. Dann machen wir 30. Aber mehr auf gar keinen Fall. Sonst können sie ihn behalten. Der hat daraus Beulen, daraus... Boah, selber schuld, ne? Was soll man jetzt sagen? So, wollen Sie noch verhandeln? 22.000. Ich gebe Ihnen 15. Einfach nur, weil ich ein Auto brauche, damit ich wieder zur Firma komme. Ich verliere langsam die Beherrschung. Okay. Sorry. 17. Warum sind die denn so wütend mittlerweile? Tschö. Ey, du kannst beim Ferrari, konnte ich so viel Kohle sparen. Bei dem anderen konnte ich so viel Kohle sparen. Und jetzt sagen die mir, bei 2000 Dollar, die ich runtergegangen bin, sagen die mir... Ich verliere die Beherrschung. So, jetzt bin ich einfach gespannt, was das kostet, einen Ferrari zu reparieren. 14.000, ja klar. So, und der kostet 175. So, in der Zeit, wo das hier repariert wird, das braucht ja ein bisschen, würde ich sagen, räumen wir jetzt erstmal unser Büro auf und könnten eigentlich auch mal in die Nachbarschaft gehen, ne? Boah, ich hoffe, morgen ist wieder Automarkt. Ja. Also Automarkt ist wirklich, wirklich mein Favorit. Ach so. Ja, mir fällt gerade ein.
Wir könnten ja theoretisch noch ein Abschleppding kaufen. Ich weiß, warum ich nach außen geswitcht bin, damit ich besser fahren kann. Ferrari-Fähigkeit testen, ne? Guck mal, So, perfekt eingepackt. Hallo, der müsste einmal lackiert werden. Ich würde den gerne in schwarz lackieren. Wenn das machbar ist, ja. 973. Boah, ich habe jetzt schon viel Kohle. Ja, nee, bei dem habe ich noch gar nicht so viel Kohle. Das waren 1000. Beim Ferrari 14.000. Ich bin mal auf die Lackierung gespannt. Okay, Sound ist gut. So, einmal aussteigen. Und den setzen wir jetzt rein für... hier. 55, machen wir für 80. Einfach riskieren. Ne? Wir können ja immer noch handeln. So, wie sieht's aus? Oh, Ferrari ist fertig. Dann können wir den nämlich gleich verkaufen. Aber vorher poliere ich hier einmal, weil ich will ja da richtig Kohle mitmachen. Also bringt ja nichts, wenn der hier dreckig ist. Obwohl das eigentlich auch ein blödes Argument ist, ne? Daran, also wenn ein Auto dreckig ist, heißt das nicht unbedingt, dass das schlecht ist. Das heißt einfach nur, der wird benutzt. Und Autos müssen ja eigentlich auch gefahren und benutzt werden. Außer richtig alte Oldtimer. Richtig teure. So, ich würde gerne meinen Ferrari abholen, ne? Boah, lackieren wir den in Rot? Weil eigentlich Ferrari sehe ich in Rot, ne? Okay, sorry. So, einmal hier lackieren in Rot, bitte. Ferrari Rot, selbstverständlich. Ja, doch. Okay, 23.000 und ein paar gequetscht habe ich jetzt mittlerweile investiert. Ich werde den jetzt mal Probe fahren. Yo! Zweiter Gang. Hm? Oh. Moment, ich muss mein Ferrari. Ferrari hat Vorfahrt. Boah, der hat gut Zunder. Ich glaube, ich habe Getriebe kaputt gemacht. Hast du das gehört? So, den parken wir jetzt auch. Setzen den rein für... Boah, 225. Mal schauen. Ist halt Ferrari, ne? Schöner Ferrari. Sehr schöner Ferrari. Guck mal, die dürfen den Namen nicht verwenden, ne? Warte. Aber das sieht aus, als ob da Ferrari draufsteht. Krass. So, Hallöchen, 80.000 angesetzt. Schmerzgrenze. Keine Diskussion? Nix? Gut, dann nicht. Wir gehen mal kurz in die Nachbarschaft. Ich glaube jetzt nicht, in der Nachbarschaft kann man einen Ferrari kaufen, aber vielleicht können wir hier einen Audi. Vielleicht können wir den. Wie teuer ist der? 31, ich gebe ihnen 25. Enthalten sie davon. Okay, dann machen wir 27. Aber mehr gebe ich auch nicht. Also das ist dann wirklich Schmerzgrenze. Dann nehme ich den jetzt direkt mit für sie. Du hast 4. Ja. Dann lassen wir den mal abschleppen. Das ist ein Abarth. Ist das der Skoda oder der Skoda, glaube ich, ne? Ja. 25, ne. Ich würde gerne noch so einen richtig teuren Wagen kaufen. Nö, ist nichts mehr. Kein Kunde da. Wow. Das Auto wird größer und größer. Warte mal, naja, ist auch nichts. Okay, dann gehen wir wieder zurück zu unserem Büro und stellen den... Wo ist er denn? Ah, da. Ach, ein Kunden im Büro.
Hallo? Sie wollen den kaufen? Scuderia Ferrari? 280. Hoppala. Ja, 29.000, jo. Okay. Wir hatten den nicht geputzt. Deswegen wollte der nicht das geben. Okay, krass. Und der hatte nichts, das weiß ich. Den können wir dann direkt so reinsetzen. Für, haben wir gekauft, für 27, geben wir ein für 45. So. Bitteschön. Dann können wir in der Zeit den nochmal ein bisschen polieren. Einfach nur für Erfahrungspunkte halt, ne? So. Hat der zwei verschiedene Farben? Warum kann ich den denn nicht da... Okay. Warum kann ich den hier nicht putzen? Oder das hier? Okay. Okay. Warum auch immer. Oh, was machen wir jetzt? Mit 590.000. Also die werde ich auf jeden Fall nicht hier investieren, weil das bringt noch nichts. Ne, klar, der wäre halt größer, der Laden. Wäre halt pompöser. Mann, das sieht echt doof aus. Nee, kann ich echt nicht. Aber ich könnte dann halt keine teuren Autos mehr kaufen, wo die Gewinnmarge halt hoch ist. Deswegen würde ich da nicht so den Sinn drin sehen. Hallöchen. Sie wollen den Audi kaufen? Oh, wunderschönes Cabrio. Zwei Farbenlackierung. Einmalig im Design. 45.000 ist er angesetzt. Auf gar keinen Fall. 44.500. Also, Freundchen, wir müssen da auch ein bisschen realistisch bleiben. Ist ein Exklusivmodell. Tschüss. Der verplempert nur meine Zeit. Weil... ich verkaufe den jetzt nicht unterm Wert. Boah, ich hoffe, heute ist nochmal Automarkt. Bitte, 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 lass nochmal Automarkt sein. Jetzt wollte ich schon auf Automarkt klicken. Boah, ich hoffe inständig, dass heute Automarkt ist. Einfach nur, dass wir da wieder shoppen können. Weil Auktion, da zieht sich immer so. Ja, ne, kannst halt auch Schnäppchen machen. Ja, da gibt es vielleicht auch diesen legendären Wagen. Aber nein, Auktion. Aber okay, 11 Uhr geht noch. 11 Uhr geht noch. So, den nehmen wir direkt mit. Dann machen wir hier direkt auch auf. Und warte mal, wenn wir den jetzt noch verkauft kriegen, sind wir über 600.000. Ich wollte nur kurz gucken. Okay, zwei Erfahrungspunkte brauchen wir noch. Eins. Zwei. Da war was, da. Das hier kann ich nicht putzen, ne? Keine Chance. Gar keine Chance. Sie haben Skillpunkt. Ja, pass auf, was machen wir jetzt? Niedriger Schaden bringt mir nicht viel tatsächlich. Mitarbeiter-Autowäsche. Mitarbeiter beginnen, ihre Autos zu waschen. Sie müssen ihre Autos parken und aus ihrem Auto steigen. Da kriege ich halt keine Erfahrungspunkte, ne? Nehmen weniger Schaden, interessiert mich nicht so. Bestpreis. Zeigt den meistverkauften Preis für ihr Fahrzeug an. Das würde ich gerne freischalten. Glückliche Kunden. Nee. Aber wir brauchen dafür zwei Erfahrungspunkte. Hm. So. Ah, hallo! Moment. Ja, guten Tag. Sie wollen den Audi TT kaufen? 37 auf keinen Fall. Machen wir 40. Aber nur, weil sie nett sind. Jetzt gehen wir aber geschwind zur Autoauktion, weil die öffnet nämlich in 2 Minuten.
Aber mich stört jetzt gerade, dass der ganze Skillpunkt steht, ne? Aber können wir halt nichts gegen machen. Ja, Mitarbeiterwäsche, wie gesagt, lassen wir jetzt erstmal weg, weil ich halt die ganzen Skillpunkte noch brauche. Allein für Bestpreis. So, was haben wir noch? Reparaturgeschwindigkeit. Ja, ist okay. Was haben wir noch? Benzinpreis. Wie oft haben wir getankt? Gar nicht. Malenpreis. Okay. Stimmpreis. Holen sich Auto zum günstigeren Preis. Waschgeschwindigkeit. Ihr Fahrzeug wird schneller gewaschen. Günstigeren Preis waschen. Waschen? Ah, bestimmt an der Tankstelle, ne? So, geht gleich los. Eine Minute noch. Was sagst du? Heute was Legendäres dabei, was ich mir leisten kann für 630.446 Pfund. Ist das machbar, heute diesen legendären Wagen zu ersteigern? Wenn da einer kommt, kann man ja nicht sehen. Leider. Hoffentlich. Also nicht wie letztes Mal, kam da auf einmal so ein Gefunkel raus und ich konnte halt den nicht kaufen. Also sorgt er heute für, ja? Sonst gibt Ärger. Verstanden? Kann ich durch den durchgehen? Nee, könnten. Gut. Start mal. Ich bin da. Hallo. Du kannst gerne starten. Triss mich nicht. Triss mich nicht. Oh Mann. Wärst du nicht da, wäre die Auktion halb so langweilig. So. Es geht los. Damen und Herren, schnallen Sie sich an. Auto Nummer 1. Heute ist nicht viel los. Da kann man bestimmt ein Schnäppchen machen. Ja, komm. Sollen die anderen ihr Geldbeutel ein bisschen leerer machen? Da werde ich nicht einsteigen. Ist halt ein Low-Budget-Wagen und ich will halt wirklich auf die teuren Dinger erstmal. Vielleicht möchte ich irgendwann mal jedes Auto einmal besessen haben. Gibt es da eine Statistik für? Glaub nicht, ne? Ja, 8. Oh, Rolls-Royce, oder? Nee. Oh, was mache ich jetzt? Gehe ich auf den hier? Biete ich mit? Bis 38 gehe ich mit. Viel zu teuer. Oder? Oh, Porsche. Siehst du? Darauf habe ich gewartet. Guck mal, der hat 50% Kraftstoff noch. So, direkt hier mal alle rausballern erst. Ich weiß nicht, ob das so clever ist mit 9000 direkt. Ja, habe ich gewonnen. Und was ist das? Toyota Supra. Den nehmen wir auch noch mit. Komm. Ist ein bisschen beschädigt. Ja, okay, aber den, ich sag mal, den können wir in die Werkstatt laufen lassen, ne? Ich glaube, den Porsche brauchen wir nicht in die Werkstatt. Aber den Toyota auf jeden Fall. Jo, wir haben zwei Autos gekauft. Sehr schön. So, wir gucken nochmal ganz kurz nach. Genau, der hat nichts, dann lassen wir den einfach abschleppen. Und den lassen wir... Ach, ist doch Blödsinn, muss ich ja rüberlaufen. Können wir lieber hinfahren, ne? Ist ja viel cleverer. Boah, der Turbo allein. Yep. Einmal reparieren. Dankeschön. Und den anderen verkaufen wir direkt. Ah, ich bin am überlegen, tatsächlich, ob wir uns diesen zweiten Abschleppplatz kaufen. Ich glaube, der war gar nicht so teuer, ne? Ich sag ja mal so, der sieht echt schick aus, aber das Interieur passt gar nicht zu dem Wagen. Ja, gut, wenn du bremst halt, ne? So, dann stellen wir den rein für...
210.000. Einfach mal probieren. So, wir gucken mal ganz kurz, was der zweite Abstellplatz kostet. Aber ich glaube, der war nicht so teuer. 7,5, ja. Der kostet 15. Oh, guck mal. Hat auf jeden Fall Skillpunkte gebracht. Hat sich ja schon gelohnt. Oh, der Toyota ist fertig. Das ist geil. Weil, dann, so kannst du ja leveln. Ach nee, wir können das hier nur einmal kaufen. Ich wollte gerade sagen, so kannst du ja schnell leveln. Ich glaube, streichen brauchen wir den nicht. Der hatte, ich meine, nur 2% ist der kaputt am Lack. Also, das können wir auch so lassen. So. Den stellen wir rein für... ...90.000. Gucken wir mal. Ah, in der Zeit können wir noch putzen, ne? Da kriegen wir auch wieder Erfahrungspunkte. So. Und ich glaube, der nächste braucht wieder nur einen Erfahrungspunkt. Also... Nee, der nächste braucht zwei, danach der braucht wieder einen. Ah, hier. So, Hallöchen. Sie wollen Porsche kaufen. 210.000 ist er angesetzt. Hat ein Driftkit drin. Ja. Gut. 90.000 ist er angesetzt. Der hat nur 3% Lackschaden. Deswegen ist das so ein Schnäppchen. Ja, gut. Wir haben wieder sehr viel Geld. Gut, wir haben vorhin 22.000 ausgegeben, hat man nicht so gemerkt. Nachbarschaft, wir können ja mal da gucken. Was wir hier noch haben. Nee. Nee. Nö. Tesla läuft. Tesla war, glaube ich, relativ teuer. So, machen wir 40. Naja, machen wir 38. Dankeschön. Direkt in die Werkstatt, genau. Und dann hatten wir... vielleicht der noch? Nehmen wir den auch noch mit? 40.000, Schnäppchen machen wir... 35.000. Oh. Lassen wir auch abschleppen in die Werkstatt und ansonsten haben wir eigentlich nichts Interessantes mehr hier. Gut, wir haben jetzt zwei Autos gekauft. Ach, ich wollte gerade drüber springen. Ich weiß nicht, der ist, glaube ich, nicht so teuer, ne? Und 7, ja. Dann lassen wir die beiden nämlich jetzt reparieren. Büro. Dann lassen wir genau die beiden reparieren und dann müsste eigentlich auch es schon fast dunkel werden. Ich hoffe, dass die das heute noch fertig kriegen an dem heutigen Tage. Hallo, einmal reparieren? Yep. Der muss auch lackiert werden und der andere muss auch lackiert. Ja gut, aber nur die Stoßstange, ne? 9%. Gut, soll ich kurz hier warten? Geht ja relativ schnell, ne? Ich glaube, da brauchen sie ja nicht so lang für. 226. Ja, genau. Zwei Punkte brauchen wir. Und hier brauchen wir dann wieder einen. Also im Prinzip brauchen wir noch zwei Skillpunkte. So, der ist fertig. Genau, dann fahren wir den jetzt direkt zur Lackiererei. Boah, geil wäre auch, wenn du so Angestellte hier hättest, die das immer rüberfahren. Oder wenn du den so abschleppen lässt. Dass du dann sagst, lackier mal in... Oh. Sag mal, so eine Farbe, mal so eine Pastellfarbe. Boah. Vor allem die ganze Lackiererei ist am Beben. Weißt du, wenn der Motor startet. Der hat auch so einen Sound. So ein Turbo dabei. Dann setzen wir den rein für... Hallo? Hallo? Internet ist gerade schlecht. Wie im Real Life. Gar. Krass. Machen wir rein für...
Einfach probieren. Ah, der ist fertig. Dann können wir den nämlich auch schon abholen. Und eventuell kriegen wir heute sogar... Nee, kriegen wir nicht mehr verkauft, ne? Ich glaube, 20 Uhr ist Feierabend. Kann auch sein, dass wir den schon gar nicht mehr lackiert kriegen. Ja. Oh. Ich glaube, ja, die haben Feierabend. Ich guck mal ganz kurz. Ja, okay, 13%. Weil hundertprozentig... Okay, nee, den können wir hier stehen lassen. Der wird ja hier nicht geklaut, oder? Kunde im Büro. Wie lange haben wir immer auf? Haben wir länger auf als die anderen? Warum leuchtet das gelb? Ich habe da orange eingestellt. Hallo? Ja, ist halt ein bisschen dreckig. Aber was soll ich machen? 46? Auf gar keinen Fall. Ich glaube, da kommen wir gar nicht auf den Nenner. So, tschö. Ich werde hier noch ein bisschen putzen. Einfach nur die Erfahrungspunkte hier gerade mitnehmen. Ja, sehr schön. Da ist noch was. Es müsste so ein Radar geben, weißt du, wo angezeigt wird, wo noch dreckig ist. Ja, okay, man sieht es auch ein bisschen, ne? Man sieht auch. 240 von 250. Nehmen weniger Schaden. Ja, juckt mich eigentlich ehrlicherweise nicht. Mit einer Autowaschmaschine. Die Autowaschmaschine ist jetzt schneller. Ja, okay, schön. Renne ich dann da mit einem Hochdruckreiniger? Oh, da ist das eine Waschstraße. Ah. Oh, 30.000 plus gemacht. Puh. Geld ausgegeben? 309.000. Junge, Junge, Junge. Wir machen gut Patter. Also, in der nächsten Folge, Automarkt ist geöffnet. Sehr schön. Ich bedanke mich fürs Zusehen. Bedanke mich fürs Zuhören. Wünsche einen schönen Tag. Bis dann. Tschüss.